Ich hoffe, dass das heute nützlich war, was wir gemacht haben. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns verzeiht und vergibt. Es ist genug, dass wir zusammenkommen, da wir unsere Region lernen. Natürlich, dass die Brüder auch von einer anderen Stadt hier kommen, dass sie reisen, damit sie lernen. Barakallahu fikum. Mindestens lernt man eine Aya, eine neue Information. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Natürlich, ich finde das auch sehr gut von unseren Brüdern, dass sie von einer anderen Stadt hier kommen oder von Städten manchmal. Und ich finde das sehr traurig natürlich für die anderen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ein Schüler von Al-Bukhari hat mit Al-Bukhari gesprochen. Al-Bukhari hat gemerkt, dass der Schüler ein bisschen so nicht schafft oder dass er schwer hat zu lernen. Er hat ihm gesagt, schau mal, die anderen, die machen ihre Arbeiten. Und die Leute, die Geschäfte haben, die machen ihre Geschäfte. Und alle tun was. Und die sind froh damit. Aber sei froh, dass du mit dem Propheten Muhammad s.a.w. bist. Weil er bei ihm Hadith gelernt hat. Und wer Hadith lernt, dann ist er mit dem Propheten s.a.w. Und dieser Barakallahu fikum, ich weiß, dass es zum Teil schwer ist, bestimmte Themen, was wir hier erklären und was wir erzählen. Die sind zum Teil schwer, das wissen wir. Aber trotzdem, Barakallahu fikum, ist es genug, dass man zusammenkommt, damit man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und damit man den Islam lernt. Und damit man diese Sunna von den Salaf macht, dass man reist, um nach Wissen zu suchen. Ich finde das traurig, dass viele Leute sich dafür nicht einsetzen oder dass viele Leute nicht lernen wollen. Das heißt, wie der Prophet ﷺ das sagte, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wenn einer davon hört zum Beispiel oder davon Wissen bekommt, dass er in der Moschee ein Stück Fleisch mit richtigem Fleisch essen wird oder das Fleisch zwischen den Rippen, diese Kotelett, dass man das isst, dann wird man zur Moschee kommen. Aber zum Gebet kommt die Person nicht. Und das ist traurig, dass einige Leute überhaupt nicht begreifen, wenn sie ihre Religion nicht lernen und wenn sie nach Wissen nicht suchen und wenn sie nach dem richtigen Wissen nicht suchen, dass sie nicht weiterkommen können. Aber die Katastrophe ist da. Und wir sehen das und wir erleben das. Viele denken, dass sie lernen, aber sie machen nichts anderes, als dass sie ihre Zeit verlieren. Und andere, die sind bereit, Grillfest mitzumachen oder auf die Straße zu gehen, um zu schreien. Oder andere sind bereit für alles, aber für das Wissen und für das Lernen sind sie nicht bereit. Und dann, diese Leute reden, warum sind die Muslime so? Der Muslim soll sich für den Islam einsetzen, subhanallah, dann fang bei dir an. Bevor man von den anderen verlangt, dann sollte man von sich selber verlangen. Aber man kritisiert die Umma, man kritisiert die Muslime, man kritisiert die Ulama, die Gelehrten. Und selber tut man gar nichts. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Deshalb, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. Ob die Zahl viel ist oder wenig, ob die Leute kommen oder nicht, das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist Qualität und dass man für Allah subhanahu wa ta'ala etwas macht und dass man nach Wissen sucht, nach dem richtigen Wissen, damit man, barakallahu fikum, nicht den Fehler macht von den anderen, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, indem sie vieles tun, was nicht nützlich ist am letzten Tag, und die vergessen die Basis des Islam, und das ist, dass man nach Wissen sucht. Okay, manche Themen sind ein bisschen schwer, aber nicht jeder ist Talib Ilm, nicht jeder ist Imam, nicht jeder ist Sheikh und nicht jeder ist ein Großgelehrter. Aber es gibt Leute, die wollen auf diesem Weg sein. Aber auf diesem Weg zu sein, über Islam zu reden, braucht Wissen. Die Katastrophe ist, dass du bei manchen Leuten siehst, der will nicht lernen. Der ist bereit, Fußball zu spielen oder Fußball anzuschauen oder über andere herzuziehen.
vor den anderen zu warnen oder die anderen vom Islam auszuschließen. Aber er ist nicht bereit, 2 Stunden zu sitzen oder 3 Minuten zu sitzen in einem Unterricht. Aber wenn es um Diskussion dann geht und wenn man diskutieren will, debattieren will, dann ist er der Erste. Und er denkt, der Arme, dass er etwas macht. Und das ist genau von einem, der Fata Morgana hat, der denkt, dass er was sieht, aber der sieht gar nicht. Und diese Leute, es tut mir leid für manche Muslime, Wallahi, es tun mir leid, diese Leute. Und Wallah, wir sagen diese Wörter nicht, dass man von mir oder mir folgt und so weiter. Wenn ich das wollte, dann hätte ich das von Anfang an gemacht. Und viele haben vorgeschlagen und die wollen sozusagen, dass ich führe hier oder dass ich etwas mache, dass die Leute, aber wir wollen, dass die Leute hinter mir sind. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nur, dass die Leute die Religion lernen. Damit wir vorbeugen, diese Katastrophen, was wir heute sehen. Ein Junge, 16, 17 Jahre alt, der redet über große Themen, die nur die großen Gelehrten diskutieren. Ein junger Mann, 20 oder 21 Jahre alt, ein Mädchen, 17, 18 Jahre. Über was redet sie? Über große Themen. Über was diskutieren sie? Über Themen für die Nation. Und wenn man ihnen sagt, liest man 2 Ayat richtig vom Koran, die können nicht. Die können bis heute nicht La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, richtig aussprechen. Die können bis heute nicht Al-Fatiha richtig aussprechen. Sag mal, ist das wichtig? Was ist wichtig dann, wenn man das Wort Allah subhanahu wa ta'ala nicht gelernt hat? Wenn man Shahada des Islam, Tawhid, nicht gelernt hat? Was ist richtig? Was ist wichtig? Wichtig ist bei manchen, dass sie die anderen vom Islam ausschließen. Wichtig ist bei manchen, die keine Ahnung vom Islam haben, dass sie Gründe, Scheinargumente suchen, damit sie die anderen von der Sunna ausschließen oder vom Islam ausschließen. Und das neueste Trend in Deutschland ist, mit wem bist du? Mit Gruppe An-Nusra oder mit Gruppe Ad-Dawla in Syrien? Neuester Trend. Neuester Trend, 16, 17-jähriges Mädchen verlässt in der Nacht oder die sagt ihren Eltern, ich gehe in die Schule. Und dann auf einmal ist sie verschwunden. Wo bist du? Die ist mit einem Emir verheiratet. Wo? In Syrien. Was tust du dort? Was machst du dort? Und einige Leute, die irreführend sind und die Leute in die Irre führen, die loben das, dass die Mädchen ihre Eltern, ihre Zuhause ohne Mahram, ohne Fatwa von großen Gelehrten, dass sie sowas machen. Und andere junge Leute, der ist bereit, alles zu lernen. Über Fußball und über Filme und Musik und so weiter. Rappen kann er. Rappen, ne? Rappen kann er. Namen von Musiker und von Schauspielern und Fußballern kennt er. Aber wenn man ihm sagt, komm zum Buch Allahs und Sunna des Propheten, dann weiß er nicht. Und komischerweise, viele Leute, die sagen dir, Koran und Sunna Beweis, wenn du ihm den Beweis bringst, dann will er nicht. Dann will er nicht, weil ihm das nicht gefällt, weil er damit nicht zufrieden ist. Aber wenn du ihm einen Beweis gibst, was sein Hawa zufriedenstellt, sein Gelüst zufriedenstellt, dann ist er damit zufrieden. Deshalb, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gabe, dass wir hier mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, mit seinem Sunnah, mit dem Wissen sind, mit Paradiesgarten sind, im Paradiesgarten sind, während die anderen ihre Zeit in anderen Themen verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb meine Empfehlung, lernt weiter, barakallahu fikum, eure Religion. Und macht weiter die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und eines Tages werdet ihr wissen, wie das wichtig war,
dass man den Islam gelernt hat. Weil in manchen, vielleicht in Zukunft, haben wir keine Leute, die mehr von Hadith-Lehre sprechen. Wer kann heute über Hadith-Lehre in Deutschland sprechen? Wer kann heute über solche Themen, Scheidung und Heirat und über diese Handelbuch des Islam sprechen? Wer kann über solche Themen heute reden? Für sie ist das nicht wichtig. Aber was ist für sie wichtig? Dass ich dir sage, du bist kein Moslem und dass ich mein Schwert erhebe und gegen meinen Bruder steche oder ich töte dich. Das ist für sie am wichtigsten. Oder ich steche die ganze Zeit gegen dich, indem ich sage, du bist nicht auf dem Weg von Sunna. Und hätte man Beweise, hätte man Argumente, hätte man wirklich recht, dann könnte man doch Nasiha geben davor. Da könnte man die Leute erstmal zur Wahrheit aufrufen. Aber komischerweise haben wir auch Leute, die Dawa machen und die halten sich nicht an dem, was sie sagen. Auch die Leute, die heute predigen, die predigen viel. Aber wenn man ihm sagt, hältst du dich an dem, was du predigst, dann merkst du, dass er das nicht macht. Wenn die Vorbilder angebliche, Entschuldigung, wenn die angeblichen Vorbilder so wären, dann was wir so erwarten von den anderen. Barakallahu fikum, sagakumullah, macht weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Es könnte sein, dass wir durch diese Sitzung, durch diese Zeit ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.